Hallo, hier ist Ihre Emma Stapel und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von DSTV. Nach einem islamistischen Anschlag in Kabul soll nun die Abschiebung nach Afghanistan ausgesetzt werden. Hatten Sie nach dem Anschlag in Berlin einen Politiker gehört, der die Migration nach Deutschland aussetzen wollte? Ich nicht. Diese Doppelzüngigkeit der Asyllobby zieht sich wie ein blutroter Faden durch die Politik. Dabei wäre die Rückführung abgelehnter Asylbewerber von Gefährdern oder verurteilten Straftätern ein ganz normaler rechtsstaatlicher Vorgang. DSTV hat für Sie einige bemerkenswerte Fakten zum Thema Abschiebung in einem Faktencheck zusammengetragen. Erstens, womit werden Forderungen nach verstärkten Abschiebungen begründet? Ein Großteil der Asylanträge wird nach wie vor abgelehnt. Dennoch wurden im ganzen Jahr 2016 nur rund 25.000 Menschen abgeschoben. Ein schlechter Witz, wenn man bedenkt, dass allein im Jahr 2015 mehr als 1,2 Millionen Menschen über das Asylticket nach Deutschland gekommen sind. Auch viele sogenannte Flüchtlinge kommen aus Staaten, in denen es durchaus sichere Gebiete gibt, in denen weder Krieg, Bürgerkrieg noch politische Verfolgung droht. Andere wiederum kommen ausschließlich nach Deutschland, um hierzulande auf unsere Kosten zu leben. Zweitens, verstößt die NPD mit ihrer Forderung nach verstärkten Abschiebungen nicht gegen geltendes Recht? Ganz im Gegenteil. Die etablierten Parteien verstoßen gegen geltende Gesetze, sogar gegen das Grundgesetz, wenn sie Asylbewerber nach Deutschland einreisen lassen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden. Wir wollen diese Rechtsbrüche nicht länger hinnehmen und fordern, dass geltendes Recht endlich angewendet wird. Schon nach aktuell geltendem Recht ist es zum Beispiel möglich, dass Ausländer ausgewiesen werden, deren Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder sonstige Interessen Deutschlands gefährdet. Drittens, aus welchem Grund werden dennoch nur so wenige ausreisepflichtige Ausländer abgeschoben? Der Vollzug der Abschiebungen ist Ländersache und viele Landesregierungen weigern sich aus ideologischen Gründen, die rechtsstaatlich gebotene Abschiebung vorzunehmen. Stattdessen werden unzählige illegal in Deutschland lebende Ausländer auf Dauer hierzulande geduldet, finanziert durch uns Steuerzahler. Viertens, was muss konkret getan werden, um die angespannte Situation zu verbessern? Wir wollen, dass keine weiteren Asylbewerber in Deutschland aufgenommen werden, solange nicht alle Altfälle bearbeitet wurden. Das Boot ist bereits jetzt voll. Auch sind wir der Ansicht, dass es sowohl für uns Deutsche als auch für die Asylbewerber selbst besser ist, wenn die Asylverfahren nicht in Deutschland, sondern in speziell eingerichteten und geschützten Zentren in der Türkei und Nordafrika durchgeführt werden. Dann müssten die Betroffenen nicht die riskante Reise über das Mittelmeer auf sich nehmen und sich in die Hände skrupelloser Schlepperbanden begeben. Und uns Deutsche blieben in unserem Land viele Probleme erspart. Darüber hinaus müssen sämtliche abgelehnten Asylbewerber sowie kriminellen Ausländer konsequent und ausnahmslos in ihre Heimatländer ausgewiesen werden. Fünftens. Viele Herkunftsstaaten verweigern die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber. So kooperieren zum Beispiel die Maghreb-Staaten, Algerien, Marokko und Tunesien in dieser Frage kaum. Wie kann dieses Problem angegangen werden? Ganz einfach. Deutschland sollte Staaten, die in dieser für uns existenziell wichtigen Frage nicht kooperieren, keinerlei Entwicklungshilfezahlungen mehr gewähren und auch über die Beendigung des bilateralen Handels nachdenken. Wer uns zumutet, Sozialtouristen und schlimmstenfalls sogar potenzielle Terroristen in unserem Land zu dulden, kann nicht unser Partner sein. Würden die aktuell in Deutschland geltenden Gesetze konsequent angewendet, wäre die Situation in unserem Land wesentlich weniger problematisch und gefährlich. Mehr Fakten dazu finden Sie wie immer in der Deutschen Stimme. Die Lektüre lohnt sich. Bestellen Sie doch einfach unser Probeabo. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis bald, Ihre Emma Stapel.